Hallo zusammen, herzlich willkommen. Das brandneue NZXT H510i Phantom Gaming ist da. Moment, was? Phantom Gaming? Ja, richtig gehört, Phantom Gaming von ASRock, denn fortan gibt es eine Kooperation zwischen NZXT und ASRock. Was das bedeutet, das zeige ich dir gleich. Doch jetzt gibt es erstmal eine fette Timelapse und damit wünsche ich dir viel Spaß. Ab geht's!
Ja, meine Freunde, das ist er, der Gaming-PC im ASRock Phantom Gaming Style im H510i. Generell nochmal die Info, ein solches Timelapse-Projekt braucht super viel Zeit. Also das reine Zusammenbauen samt Film dauert in der Regel 2 bis 3 Stunden, ohne irgendwas geschnitten zu haben. Das kommt noch oben drauf und ich denke, allein das verdient schon jede Menge Respekt. Das heißt, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, so viel wie geht. Schreibt gerne mal euer Feedback zu diesem Design- bzw. Timelapse-artigen Style in die Kommentare. Und jetzt schauen wir uns mal das heutige System an in dem NZXT H510i Phantom Gaming. In der sogenannten Phantom Gaming Allianz befinden sich diverse große Hersteller, darunter zum Beispiel auch Cooler Master. Die sind auch heute mit am Start mit einem Hyper 212 RGB Phantom Gaming CPU-Kühler und einem Netzteil. Außerdem ist als Memory Supplier Team Group mit dem Excalibur Phantom Gaming RGB-Modulen dabei und auch eine SSD ebenfalls aus der Phantom Gaming Serie bzw. angelegt an ASRock und mit RGB. Was dir möglicherweise aufgefallen ist, eigentlich wollte ich ja 4 Arbeitsspeichermodule verbauen für saftige 32 GB RGB Arbeitsspeicher. Die Idee war gut, aber letztendlich war es dann einfach nicht möglich gewesen, weil der CPU-Kühler über den ersten Slot hängt. Warum ist das jetzt so? Ganz einfach, und das predige ich schon seit Jahren bei so vielen ASRock-Brettern, die entsprechen nicht dem klassischen ATX-Format mit einer Breite von 24,4 cm. Nein, in dem Fall weniger, also um die 23 cm nur. Und deswegen muss das Ganze auf dem Board alles viel dichter zusammenrücken und deswegen sind die RAM-Slots viel näher an der CPU-Umgebung, sag ich mal dem Sockel an sich, und dadurch wird durch einen Luftkühler der erste RAM-Slot verdeckt. Aber man kann hier sagen, was man will, der Hyper 212 ist jetzt kein riesenmonströser CPU-Kühler, also das ist jetzt nicht der Fall. Es ist halt einfach dem geschuldet, dass dieses Mainboard doch sehr schmal ist. Bleiben wir doch gleich beim Mainboard, und ich konnte mir damals letztendlich bei der Planung des Projekts ein Mainboard aus der Phantom Gaming Serie aussuchen und ich habe mich bewusst für das X570 Phantom Gaming 4 entschieden, weil es mitunter das günstigste X570 Mainboard ist. Eben genau dieser Faktor ist für mich sehr wichtig gewesen, denn dieses Mainboard möchte ich nochmal in einem separaten Video behandeln. Damit zur Grafikkarte, heute mal vertikal verbaut in dem H510i. Uff. Ganz schwieriges Thema, Grafikkarte, denn NZXT ist mit dem Release des Gehäuses, dem H510i, gleichzeitig auch Projekt-Owner, sag ich mal. Und NZXT hat gesagt, das Case und ein Video dazu am 15.10. wäre doch super. Ja, ist für mich ja jetzt nicht das Problem, gerne. Das Problem war dann allerdings, ich hätte ganz gerne, super gerne, auf eine Navi-Karte von ASRock gesetzt. Allerdings gibt's sie nicht. Die gibt es erst irgendwann Ende Q4 und deswegen hatte ich die Wahl der Qual zwischen dem, was auf der Webseite angepriesen wird. Und mal ganz ehrlich, die restlichen Karten sind bis auf die RX 590 aus der Phantom Gaming Serie komplett uninteressant, denn alles darunter ist Kinderkarten und die Radiant 7 als auch Vega-Karten sind ja letztendlich auch nur Referenzkarten mit Aufkleber. Soviel zur Komponentenauswahl und damit sollte dir jetzt klar sein, ich hatte es diesmal nicht ganz so leicht, als dass ich mal durchs Lager gehe und meine Teile rausnehme. Nee, diesmal hatte ich da so ein bisschen gut zu tun. Sei es drum. Jetzt kommen wir mal zum Gehäuse, dem eigentlichen Star des heutigen Videos. Das H510 Phantom Gaming ist der grundlegend eine günstigere Version des von mir bereits vorgestellten H510 Elite. Das Video dazu, genauso auch die sehr beliebte Timelapse zu diesem Case, gibt es unten als auch über das kleine i verlinkt. Und in dem Fall wird bei der H510i-Version auf die beiden ARGB-Lüfter genauso auch den zusätzlichen Glascover bzw. der Glasfront verzichtet. Dafür gibt es allerdings im Deckel einen zusätzlichen Lüfter und in der i-Version gibt es dann natürlich auch die integrierte RGB-Beleuchtung oben und hinter dem Cable Cover. Die Phantom Gaming Edition zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass es hier überall diese, ich nenne es einfach,
einfach mal Wolverine-Kratzspuren gibt, die auf jeden Fall einiges hermachen. Und gerade auf den Tempered Glass, finde ich persönlich, kommt das Ganze sehr gut zur Geltung. Das Riser-Kabel für die Grafikkarte in diesem vertikalen Style wird in dem Fall nicht mitgeliefert. Das ist natürlich so ein bisschen schade, dass das jetzt letztendlich nicht mitgeliefert wird. Genauso schade war es auch festzustellen, okay, ich habe jetzt eine SSD mit RGB-Beleuchtung, was ja schon mal ganz nice ist, beziehungsweise nur ein schöner Blickfang ist. Dann allerdings festzustellen, ja okay, es gibt keinen SSD-Schlitten für die Installation auf dem PSU-Cover. Man kann jetzt sagen, was man will, ob man jetzt nun Fan oder kein Fan ist von ASRock. Am Ende ist das Ganze natürlich Geschmackssache, aber ich finde, das Ganze ist trotzdem deutlich schöner als diese klassische 0815-Preis-Leistungskonfiguration und einen Gaming-Test. Naja, den gibt es heute letztendlich nicht. Warum? Ganz ehrlich, die Kombination aus Ryzen 5 3600 und RX95 ist nichts. Also das bringt nichts, das Ganze jetzt zu testen. Die Zeit kann ich wesentlich besser investieren in andere coole Projekte. Haltet euch fest, da gibt es auf jeden Fall in Kürze richtig geile Projekte. Sowas hat es hier auf diesem Kanal noch nie gegeben, wobei Small Form Factor schon, aber nicht mit Wasserkühlung bzw. sehr abgefahrenen Gehäusen. Also bleibt auf jeden Fall dran, das wird nice. Und in diesem Sinne, möge die Gaming-Allianz mit dir sein. Ciao!